Während einer Geschäftsreise übernachtete ich in einem Hotel in Chicago, Illinois, und hatte vor, das ganze Wochenende zu bleiben. Es war schon ein etwas älteres Hotel, eines derer, die noch kleine Schlüssel statt Schlüsselkarten verwendeten, um die Räume zu betreten. Als ich in das Hotel eincheckte, war es rappelvoll. Ein schlimmer Sturm sorgte für viele Touristen und ausfallende Flugzeuge. Alle Räume waren bereits belegt und viele Leute wurden wegen des Platzproblems weggeschickt. Als ich den Empfang erreichte, stellte ich fest, dass alle Schlüssel für die 8. Etage noch an ihren Plätzen hingen. Nicht ein Schlüssel fehlte. Es schien merkwürdig, dass in Anbetracht der vielen Personen, welche ein Zimmer haben wollten und zurückgewiesen wurden, ein ganzer Flur leer blieb. Ich konnte sehen, dass der Rezeptionist überfordert war und bereit schien, einfach aufzugeben und nach Hause zu gehen. Also versuchte ich, ihn aufzuheitern. Irgendwie seltsam, oder? Wie meinen? Fragte der Rezeptionist. Dass jeder im 8. Stockwerk scheinbar fehlt. Der Rezeptionist warf mir einen eigenartigen Blick zu und wurde blass. Was wissen Sie über das 8. Stockwerk? Antwortete er in einem ernsten Ton. Was? Nichts, antwortete ich ehrlich, ein wenig beschämt über meinen nach hinten losgegangenen Versuch der Aufmunterung. Ich habe nur bemerkt, dass alle Schlüssel für die 8. Etage immer noch hinten an der Wand hängen. Er errötete ein bisschen und versuchte etwas darüber zu lachen. Oh, ja. Ich sehe es. Er kehrte zum Einchecken zu mir zurück und gab mir den Schlüssel zu meinem Raum im 9. Stock. Genießen Sie Ihren Aufenthalt. Das werde ich, danke. Ich nahm den Schlüssel verwirrt an und ging zum Aufzug. Genau wie die Lobby war auch der Aufzug. Es war schwer, so nah bei so vielen Fremden zu stehen, die sich so eng aneinander drängten. Geschweige denn, in den schmalen Aufzug hinein oder hinauszukommen. Ich hatte Schwierigkeiten, den Knopf des 9. Stockwerks zu drücken, schaffte es aber, über die Menschenmasse hinwegzusehen und das Bedienfeld des Aufzugs zu erreichen. Dies war der Zeitpunkt, als ich sah, dass scheinbar der Knopf für eine Etage fehlte. Die 8. Das ist komisch, dachte ich laut. Ich frage mich, warum es keinen Knopf für die 8. Etage gibt. Aber niemand im Aufzug reagierte. Entweder es interessierte sie nicht, oder sie hörten mich gar nicht erst. Als ich endlich mein Stockwerk erreichte und in mein Zimmer ging, nutzte ich einen Moment, um mich zu entspannen und mich aufs Bett zu setzen. Ich musste morgen eine Präsentation halten und musste hierfür ausgeschlafen sein. Ich entschied mich, in dieser Nacht früh ins Bett zu gehen und meine Rede noch ein bisschen anzuüben. Ich nahm eine Dusche, putzte meine Zähne und übte noch ein bisschen vor dem Spiegel. Ein seltsam klingendes Geräusch kam aus dem Raum unter meinem und weckte meine Aufmerksamkeit. Es hörte sich an, als wäre es ein weinender oder unter Schmerz stehender Mann. Ich ignorierte es und übte weiter meine Rede. Das Geräusch aus dem Stock unter mir ging weiter und wurde mit jeder Minute lauter. Wütend stampfte ich so stark, ich konnte auf den Boden und schrie: Hey, Freundchen, alles in Ordnung? Er gab keine Antwort, doch das Geräusch verstummte. Zufrieden, dass der Mann begriffen hatte, dass er zu laut war, übte ich weiter meine Rede. Gerade als ich mit der ersten Hälfte durch war, ging es erneut los. Nur dieses Mal aggressiver und lauter. Wenn es die Nacht so weiterging, konnte ich die Präsentation morgen vergessen. Ich klopfte an die Tür meiner Nachbarin und wurde von einer genervten Stimme einer jungen Frau und ihrem neuen Mann begrüßt. Entschuldigen Sie, versuchte ich, das Gespräch höflich zu beginnen. Hören Sie das Geräusch aus dem Raum unter uns? Nein. Die Frau hörte sich jetzt mehr überrascht als genervt an. Wir haben nichts gehört, bis Sie an unsere Tür klopften. Oh, tut mir leid, entschuldigte ich mich. Einmal mehr fühlte ich mich heute beschämt. Dann müssen es wohl die Rohre gewesen sein. Ich versuchte mir eine alternative Erklärung auszudenken, sodass ich nicht wie ein Verrückter wirkte. Gut, dann werde ich wohl mit dem Management reden. Gute Nacht! Das Pärchen machte die Tür zu und schloss ab. Ich ging zurück in mein Zimmer, in welchem das Geräusch weiterzuhören war. Ich nahm das Telefon vom Beistelltisch und rief die Rezeption an, um mich über das Geräusch zu beschweren.
Als ich erwähnte, dass das Geräusch aus dem Raum unter mir kam, einem Raum des 8. Stockwerks, wurde die Frau am Telefon still. Es ist niemand in diesem Raum. Es muss etwas aus dem 9. Stockwerk sein. Nein, ich versuchte überzeugend zu klingen. Es kommt nicht von den Wänden, es kommt aus dem Boden. Nun gut. Die Stimme der Frau zitterte und ich konnte mir denken, dass sie gerade nach einer Erklärung suchte, um mich zum Auflegen zu bewegen. Ich rufe das Wartungsteam. Eventuell ist es ein leckendes Rohr oder ein Problem mit der Heizung. Ja, danke. Ich glaubte ihr nicht eine Sekunde und legte auf. Das Geräusch wurde mit jeder Sekunde lauter und aggressiver. Ich hielt mir die Ohren zu und versuchte, das Geräusch auszublenden, aber es reichte nicht. Ich ging zurück ins Bad und drehte die Dusche und den Wasserhahn im Waschbecken voll auf, in der Hoffnung, das Wasser würde das Geräusch ertränken. Und es half so ein bisschen. Ich setzte mich auf den Boden des Bades, versuchte einen Weg zu finden, doch noch ein bisschen Schlaf zu finden. Aber mir fiel keine andere Lösung ein. Alle Räume waren belegt, weshalb ich kein neues Zimmer beanspruchen konnte. Es gab nicht die geringste Möglichkeit, ein anderes Hotel während des Sturms zu erreichen. Plötzlich begannen die Rohre in der Dusche stark zu wackeln. Das Beben war so stark, dass die Duschbrause zu stottern begann, während das Wasser weiterlief. Das Geräusch war wie Donner innerhalb der Wände und der Donner draußen um das Hotel und der prasselnde Regen klangen wie ein Güterzug, der das Gleis entlang auf mich zuraste. Ich verließ mein Zimmer, nahm mir meine Schlüssel und mein Handy und machte mich auf den Weg zum Aufzug, um mich an der Rezeption zu beschweren. Als ich den Aufzug betrat, fiel mir wieder ein, dass das 8. Stockwerk nicht erreicht werden konnte. Und ich erinnerte mich, dass alle Schlüssel für die Zimmer des 8. Stockes immer noch am Regal in der Rezeption hingen. Wie konnte irgendjemand ein Zimmer in diesem Stockwerk beziehen? Ich stieg wieder aus dem Aufzug aus und machte mich auf den Weg zum Treppenhaus. Als ich die Treppe von 9. Stockwerk hinunterging, kam ich direkt im 7. Stockwerk an. Das ist unmöglich, sagte ich zu mir selbst. Ich ging wieder die Treppe nach oben und überprüfte mehrfach die Stockwerknummern. Allerdings, genau wie im Aufzug, gab es keine Nummer 8. Ich ging die Treppe noch einige Male rauf und runter, beim Versuch herauszufinden, was vor sich ging, als ich eine kleine Ungenauigkeit in der Wand fand, direkt neben der Tür, die in den 7. Stock führte. Ich überprüfte sie und begriff, dass es eine Öffnung war. Eine Öffnung zwischen einer Geheimtür und ihrem Türrahmen. Mit meiner Fingerspitzen schaffte ich es, die Tür zu öffnen und fand eine kleine Treppe, welche ein Stück nach oben führte. Nach oben zum nicht existierenden 8. Stockwerk. Es war dunkel und staubig, so als hätte in den letzten Jahren niemand diese Passage betreten. Ich beleuchtete mit Hilfe meines Handybildschirms die Stufen, als ich die geheime Treppe hinaufging. Am anderen Ende der Treppe war noch eine Tür, welche weder verschlossen noch versteckt war, sondern einfach sich öffnen ließ. Die Tür trug die Nummer 8. Als ich die Tür öffnete, fand ich mich allein im 8. Stockwerk wieder. Ich konnte einfach fühlen, dass niemand mit auf diesem Stockwerk war. Es war ein langer, dunkler Gang, nicht einmal die Notausgangsschilder waren beleuchtet. Mein Handy weiter als Lampe benutzend, ging ich den Gang weiter entlang, jede Tür überprüfend, welche auf dem Gang war. Alle waren verschlossen, außer einer. Die geöffnete Tür war die, welche zum Raum direkt unter meinen führte. Ich klopfte einmal, um sicherzugehen, dass niemand im Raum war, allerdings antwortete auch niemand. Öffnete die Tür, immer noch versuchend herauszufinden, warum gerade diese Tür nicht verschlossen war, und fand mich selbst in einem Raum wieder, welcher meinem perfekt glich. Die Lampen funktionierten nicht. Ich versuchte den Schalter einige Male, allerdings gab es in diesem Stockwerk kein Licht. Hallo? Rief ich in den Raum hinein. Ist irgendjemand hier? Ich bekam immer noch keine Antwort. Ich versuchte das Zimmertelefon, aber die Leitung war tot. Der Staub und die Spinnenweben ließen darauf schließen, dass auch in diesem Raum seit geraumer Zeit kein Mensch mehr gewesen war, aber ich fand mich trotzdem gezwungen, mich in dem Raum umzusehen.
Ich öffnete die Tür zum Bad und wurde von dessen, was sich mir da bot, kalt erwischt. Es war eine Badewanne in dem Zimmer, nicht so wie in meinem Zimmer, in welchem es nur eine Dusche gab. Und die Wanne war voll mit Wasser. Sie war bis zum Rand gefüllt und es sah aus, als könnte sie jede Sekunde überlaufen. Ich ging einen Schritt näher ran, immer noch mein Handy als Lampe benutzend, als ich eine dunkle Figur in der Wanne wahrnahm. Es sah aus wie ein Mann. Ein toter Mann. Mit dem Handy die Wanne beleuchten, starrte ich in das Wasser hinein, so als wäre ich in Trance, versuchend in das Gesicht des Toten zu blicken. Als meine Sinne langsam wiederkehrten, öffnete der Mann seine Augen und starrte mich direkt an. Ich fiel auf den Boden, verlor dabei mein Handy und damit mein Licht. Ein plätscherndes Geräusch kam aus der Wanne und ich konnte das kalte Wasser, welches auf den Boden spritzte, spüren, als es meine Kleidung durchzog. Das Geräusch eines schweren, nassen Fußes, welcher aus der Wanne stieg, war zu hören. Als ich den zweiten Fuß hörte, war dies alles, was ich benötigte, um aufzuspringen und zu rennen. Ich polterte aus dem Raum, keinen Gedanken an mein Telefonohr, wer dieser Mann sei, verschwendend, und rannte den Korridor zurück zu der Tür, durch welche ich eben diesen betreten hatte. Ich rannte die Treppen runter bis zur Rezeption und stoppte erst, als ich am Tresen stand. Atemlos versuchte ich, dem Rezeptionisten zu erklären, was ich gesehen hatte und dass wir die Polizei rufen müssten. Der Rezeptionist eskortierte mich zum Managerbüro hinter dem Tisch. Er blickte erschrocken drein, scheinbar allerdings nicht wegen des toten Körpers, sondern eher aus Angst, gefeuert zu werden. Was genau haben Sie gesehen? Der Rezeptionist versuchte ruhig zu bleiben. Ich erzählte ihm, was ich gesehen und gehört hatte. Ich zeigte ihm die nassen Stellen meiner Kleidung, wo das Wasser der Wanne mich getroffen hatte, und es interessierte mich nicht, dass ich wegen des Einbruchs oder der Ruhestörung bestraft werden könnte. Ich musste ihm einfach alles erzählen, was ich gesehen hatte. Der Rezeptionist hörte mir gespannt zu, ohne zu blinzeln oder auch nur einmal wegzuschauen. Als ich fertig erzählt hatte, stand er auf und ging zu einem großen Aktenschrank. Er öffnete eine unbeschriftete Schublade und blätterte durch viele Akten. Schließlich fand er, was er suchte, und hielt mir einen sehr alten Zeitungsausschnitt hin. Ist das der Mann, den Sie gesehen haben? Fragte er, als er mir den Artikel gab. Mein Magen begann sich zu drehen, als ich auf den Ausschnitt schaute. Das war er. Das war der Mann. Der Mitarbeiter setzte sich mir gegenüber hin und lächelte ein bisschen. Sie sind nicht der Erste, der ihn sieht. Das war nicht die Reaktion, die ich erwartet hatte. Lesen Sie den Artikel. Dies sollte einiges klarer machen. Der Artikel erzählte von der Geschichte eines Mannes, welcher von einer Geschäftsreise zurückkehrte und als er zu Hause ankam, feststellte, dass seine schwangere Frau ihn betrogen hatte und es nicht sein Kind war. Betrogen und mit gebrochenem Herzen checkte er sich im Hotel ein und verließ nie wieder sein Zimmer. Er wurde weinend und mit gebrochenem Herzen für 3 Tage gehört, bevor es still wurde. Als sein Zimmermädchen den Raum betrat, um das Zimmer zu putzen, fand sie seinen Körper in der Wanne vor. Er hatte sich das Leben genommen, indem er sich ertränkt hat, nachdem er eine Überdosis Schlaftabletten genommen hatte. Ist das der Grund, warum Sie niemanden in den 8. Stock lassen? Wegen ihm? Fragte ich beruhigt von dem Wissen, dass ich nicht verrückt war. Nein. Er ist nur einer der Gründe, weshalb wir niemanden in das 8. Stockwerk lassen. Was? Wie meinen Sie? Der Rezeptionist lächelte wieder. Sehen Sie den Aktenschrank? Ja. Und die unmarkierte Schublade unten? Ja. Was meinen Sie damit? Das Regal enthält alle Gründe, weshalb wir niemanden mehr in den 8. Stock lassen. Seit das Hotel 1873 eröffnete, starben viele Leute auf unnatürlichen Wegen. Immer im 8. Stockwerk. Das ist seltsam, kommentierte ich mit einem mulmigen Gefühl im Magen. Das Seltsame ist in der Tat der Fakt, dass kein Tod dem anderen gleicht. Und kein Tod im selben Raum geschah. In jedem Raum starb genau eine Person auf tragische Weise und jeder Raum wurde als von den Toten verflucht gemeldet. Ein Schütteln bahnte sich den Weg nach oben zu meinem Hals. Was? Wie?
Wollen Sie mir erklären, dass das 8. Stockwerk verflucht ist? Jeder, der sich im 8. Stockwerk einschickt, stirbt oder wird heimgesucht? Der Rezeptionist senkte seinen Kopf. Es sind nicht nur die Räume, welche Tode gesehen haben. Mitarbeiter starben bei den Versuchen, simple Dinge zu reparieren. Einer wurde durch einen Stromschlag getötet, als er eine Lampe reparieren wollte. Ein anderer fiel durch den Aufzugsschacht in seinen Tod. Und ein Zimmermädchen wurde tot von der Decke hängend aufgefunden. Wie paralysiert von der Geschichte des Rezeptionisten und voller Unglauben fragte ich: Aber sollen wir nicht die Polizei rufen? Ich hab die Leiche gesehen! Jeder tut es. Selbst die Polizisten haben die Leichen gesehen. Aber sie waren nie in der Lage, die Situation zu erklären. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Es war spät. Ich war erschöpft und wollte nichts weiter als schlafen. Widerspenstig machte ich mich auf den Weg zurück zu meinem Zimmer. Ich nahm den Aufzug und hielt die Luft an, als dieser den 8. Stock passierte. Als ich mein Zimmer erreichte, sah ich etwas auf dem nassen Boden vor meiner Tür liegen. Es war mein Handy.